Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zum Nachbericht des 19. Spieltages in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, fangen wir mit dem Spiel am Freitagabend, und zwar hat er gespielt Mainz gegen Borussia Mönchengladbach, und die Mainzer gewinnen knapp mit 1:0 durch ein Tor von Clemens in der 21. Minute. Es war sein drittes Saisontor. Ja, die Vorarbeit hat Chairo geliefert mit einem wunderschönen Dribbling, spielt dann auf Clemens, und Clemens damit einen Weitschuss, der passt zur 1:0 Führung. Ja, in der ersten Halbzeit waren die Mainzer doch die bessere Mannschaft. Von Gladbach war nicht wirklich viel zu sehen, aber in der zweiten Halbzeit sind sie dann stärker geworden und hatten dann eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Wendt von der linken Seite kommt er zunächst Schindl an den Kopfball, wird da aber von einem Mainzer abgeblockt, und der Ball kommt dann zu Raphael, der dann versucht, den Ball ins Tor zu bringen, aber Karius mit einer sehr starken Parade, und somit rettet der Torhüter der Mainzer den Sieg und die drei Punkte, die drei wichtigen Punkte für die Mainzer. Ja, insgesamt muss man sagen, Gladbach war dann in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft. Ein Unentschieden wäre wahrscheinlich verdient gewesen, aber wie schon gesagt, Torhüter Karius auf Seiten von Mainzer wirklich überragend, hat er einige Chancen der Gladbacher zunichte gemacht, und ja, somit holen die Mainzer drei wichtige Punkte, und die Gladbacher, ja, verlieren da ganz wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Samstag, und zwar um 15.30 Uhr. Ja, fangen wir mit dem Spiel Dortmund gegen Ingolstadt. Ja, die Dortmunder gewinnen mit 2:0. Ja, die Ingolstädter überraschend gut, haben ja auch schon gegen die Bayern eigentlich ziemlich gut gespielt, und jetzt auch gegen Dortmund, hatten da eine gute Möglichkeit nach einem weiten Ausschlag von Torhüter Özcan, der auf Lezcano geht. Ja, Hummels passte nicht auf, und Bürki kommt aus seinem Tor raus, und Lezcano geht da noch vorbei an den Torhüter, aber Pischek kann da gerade noch vor der Linie retten. Und die einzige Möglichkeit der Dortmund in der ersten Halbzeit hatten sie dann nach einer Flanke von Durm von der linken Seite, kommt der Aubameyang an die Flanke. Özcan kann da aber den Schuss parieren. Ramos setzt danach, aber ja, spielt den Ball am Tor vorbei. Ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit, wo es dann einige, ja, strittige Aktionen gab. Und zwar fängt es an mit einem nicht gegebenen Tor von den Ingolstädtern. Und ja, die Situation war so: Hummels will den Ball zurückspielen zu Bürki, wird dabei von Lezcano bedrängt und spielt dann den Ball ja etwas zu hoch und überhebt da seinen eigenen Torhüter, und der Ball geht ins Tor. Der Schiedsrichter hat zunächst das Tor gegeben, aber ja, der Linienrichter hat dann ihm angezeigt, dass da ein Foul von Lezcano an Hummels war, und ja, somit hat der Schiedsrichter dann das Tor wieder aberkannt. Natürlich bitter aus Sicht von Ingolstadt, es war eine sehr strittige Aktion, also klar, Körperkontakt war da zwischen Lezcano und Hummels, aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das kein Foul, das war ein normaler Zweikampf, und deswegen, ja, eigentlich ein reguläres Tor der Ingolstädter nicht gegeben worden. Ja, und dann wurde es noch bitter für die Ingolstädter, denn in der 77. Minute erzielt Aubameyang das 1:0, sein 19. Saisontor nach einer Flanke von Pischek von der rechten Seite, und Aubameyang damit den Kopfball, aber Aubameyang stand da im Abseits zum Zeitpunkt der Flanke, und das Tor hätte nicht zählen dürfen. Natürlich die Aufregung bei den Ingolstädtern groß. Ja, sie hätten eigentlich 1:0 führen müssen und sind jetzt 1:0 hinten. Ist natürlich ganz bitter gelaufen. Ja, und zum kurz vor Schluss macht dann Aubameyang noch die Entscheidung mit dem 2:0 in der 86. Minute, sein 20. Saisontor und sein insgesamt 5. Doppelpack schon in dieser Saison, also wirklich eine sehr starke Saison von Aubameyang. Diesmal Castro mit der Vorarbeit, der da auf Aubameyang spielt, und Aubameyang dann mit dem Schuss in das Tor. Und ja, somit feiern die Dortmunder hier drei Punkte, die aber, wie schon gesagt, höchst umstritten waren. Ich muss sagen, Ingolstadt hat wirklich sehr gut gespielt, waren sehr organisiert, haben es ja auch ähnlich wie im Spiel gegen die Bayern, wo sie auch nur knapp verloren haben, wo sie gut mitgehalten haben, haben das wirklich sehr gut gemacht und sind am Ende leider nicht belohnt worden, auch, ja, wie gesagt, teilweise durch Fehlentscheidungen, was im Endeffekt natürlich bitter ist. Und ja, ich hoffe nur, dass sich für Ingolstadt diese Punkte am Ende nicht rächen werden, dass ihnen diese Punkte dann nicht fehlen werden im Kampf
um den Klassenerhalt. Ja, die Dortmunder mit diesem doch etwas glücklichen Sieg bleiben da zumindest an den Bayern dran. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel, zu Bremen gegen Hertha. Und das Spiel endet mit einem 3:3 Unentschieden. Ja, die Bremer hatten ja auch die erste Möglichkeit. Özcanali setzt sich da sehr gut auf der rechten Seite durch, spielt auf Grilic und Grilic mit einem Schuss aus spitzen Winkel, den aber Jarstein sehr gut parieren kann. Ja, und dann gehen die Berliner in Führung in der 29. Minute durch Darida mit seinem 4. Saisontor, ein Weitschuss. Ja, man muss sagen, Torhüter Wiedwald bei den Bremern sieht er nicht gut aus. Der war meiner Meinung nach haltbar, auch wenn es ein Flatterball war. Und ja, die Berliner waren dann die stärkere Mannschaft. Ja, ein Flankenversuch von Haraguchi von der linken Seite geht an die Latte. Und kurz vor der Pause können dann aber die Berliner auf 2:0 erhöhen, und zwar durch Plattenhardt in der 41. Minute mit seinem 2. Saisontor. Es war ein direkter Freistoß und auch da sieht Torhüter Wiedwald nicht gut aus. Der Ball kommt relativ zentral auf ihn zu und er kann ihn aber nicht parieren. Ja, somit gehen die Berliner mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause hatten dann noch die Bremer eine gute Möglichkeit durch einen direkten Freistoß von Gilobocci, den aber Jarstein auch sehr gut parieren kann. Ja, so ging es dann in die zweite Halbzeit, wo die Bremer mal zunächst verkürzen können durch Bartels in der 67. Minute mit seinem 3. Saisontor. Ja, sehr schöne Einzelaktion von Bartels, der da in den Strafraum dribbelt. Er wird nicht attackiert und somit macht er das 1:2. Aber kurz danach dann schlagen die Berliner wieder zu durch Salomon Kalou in der 71. Minute. Es war sein 10. Saisontor aus einem Konter. Die Bremer hatten da alles nach vorne geworfen, um zum Ausgleich zu kommen. Ja, Vandenberg spielte eine flache Reingabe von der linken Seite und an der langen Ecke steht Kalou bereit und macht das 3:1. Und ja, die Bremer kommen aber nochmal zurück. Es gibt dann 11 Meter für die Bremer, und zwar ein Foul von Lustenberger an Ucha, und das absolut zu Recht. Also da gibt es keine zwei Meinungen, eindeutiges Foul, und Pizarro tritt dann in der 75. Minute. Er erzielt sein 4. Saisontor, spielt dann, schießt flach in die rechte Ecke. Jarstein errät zwar die richtige Ecke, aber der Ball war zu platziert und der Anschluss, und kurz darauf dann Pizarro sogar zum Ausgleich zum 3:3 in der 77. Minute mit seinem 5. Saisontor. Eine Ecke von der rechten Seite von Slatko Junusovic und Garcia mit dem Kopfball Richtung Tor, und Pizarro ist da noch dran und macht den Ausgleich. Und dann am Ende muss ich sagen, doch verdient. Die Bremer haben wirklich sehr gut gespielt, haben dann die Leistungen gegen Schalke angeknüpft, vor allem in der zweiten Halbzeit, und haben da gegen eine gute Hertha-Mannschaft wirklich sehr gut gekämpft und sich diesen Punkt verdient, meiner Meinung nach. Ja, und die Hertha jetzt in der Rückrunde jetzt mit 2 Unentschieden gestartet, ja, sicherlich nicht optimal für den Tabellendritten. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel, zu Leverkusen gegen Hannover. Leverkusen gewinnt das Spiel klar mit 3:0. Ja, die Leverkusener waren auch die überlegenere Mannschaft in der ersten Halbzeit. Nach einer Ecke von Çalhanoğlu von der linken Seite kommt der Kießling an den Kopfball und setzt ihn an den rechten Pfosten. Und durch einen direkten Freistoß von Çalhanoğlu waren sie auch gefährlich und Zieler kann sich da auszeichnen, aber kurz vor der Pause war er dann chancenlos beim 1:0 durch Kießling. In der 44. Minute sein 4. Saisontor nach einer Ecke von Çalhanoğlu von der linken Seite, Kießling mit dem Kopfball zur 1:0 Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Leverkusener die bessere Mannschaft. Ja, eine Riesenmöglichkeit durch Çalhanoğlu, er schießt, der Ball geht an die Latte, von der Latte springt er auf die Linie und dann geht er noch an den Pfosten. Also wirklich Pech in dieser Situation für Çalhanoğlu, hätte sich ein Tor verdient gehabt. Ja, und dann gab es Elfmeter für Leverkusen, ein Foul von Sakai an Kießling, und ja, das Foul war klar, der Elfmeter ist zurechtgegeben worden, Sakai lässt da das Bein stehen und Kießling lässt sich dann fallen, und ja, dann Elfmeter kann man absolut geben. Chicharito tritt dann in der 63. Minute und er erzielt sein 12. Saisontor, schießt sich hier in die rechte Ecke und Zieler war da in der falschen Ecke, und ja, es war der allererste Elfmeter von Chicharito jetzt in der Bundesliga.
Ja, und er hat getroffen und dann kurz vor der Pause, kurz vor Ende des Spiels, schlägt er nochmal zu in der 87. Minute und macht sein 13. Saisontor. Ja, geht er sehr schön im Strafraum vorbei an Marcello und ein Schuss in die lange Ecke zum am Ende ungefähr den 3:0 Heimsieg für die Leverkusener. Ja, ich denke, zu diesem Spiel braucht man nicht viel sagen. Leverkusen als Favorit hat sich da souverän durchgesetzt und Hannover war da eigentlich chancenlos, muss man sagen. Ja, dann weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Augsburg gegen Frankfurt. Das Spiel endet mit einem 0:0 über Unentschieden. Ja, in der ersten Halbzeit muss ich sagen, waren die Augsburger die bessere Mannschaft. Die einzige nennenswerte Aktion hatte da Bayer, der da aus kurzer Distanz an Torhüter Radetzky gescheitert. Und ja, wie gesagt, Augsburg war insgesamt überlegen, hat auch sehr aggressiv gespielt, aber nicht wirklich Torchancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit wurde dann Frankfurt besser, hatten dann auch eine Riesenmöglichkeit nach einer Flanke von Ojipka von der rechten Seite. Kommt da Alexander Meyer aus 5 Metern an den Kopfball. Aber Marvin Hitz mit einer Glanzparade rettet da den Augsburgern den Punkt und auch kurz vor Schluss eine Riesenmöglichkeit, ein abgefälschter Schuss von Husti und auch da kann sich Hitz auszeichnen. Ja, und so endet dieses Spiel am Ende. Ja, doch mit einem verdienten Unentschieden. Wie gesagt, in der ersten Halbzeit war Augsburg die bessere Mannschaft, in der zweiten Halbzeit dann Frankfurt. Und am Ende, denke ich, können beide mit diesem Punkt leben. Ja, Augsburg jetzt mit dem zweiten 0:0 schon in dieser Rückrunde, haben ja in Berlin auch 0:0 gespielt. Ja, und auch die Frankfurter mit einem doch guten Start jetzt in die Rückrunde, jetzt 2 Spiele nicht verloren. Ja, dann weiter zum nächsten Spiel und dazu Darmstadt gegen Schalke. Die Schalke gewinnen mit 2:0 und ja, sie waren auch die bessere Mannschaft, hatten die erste Möglichkeit bzw. eine strittige Aktion gab es da nach einer Flanke von Caissara von der rechten Seite, klärt der Darmstädter Rajkovic, bekommt aber dabei den Ball an die Hand. Der Schiedsrichter pfeift nicht Elfmeter, aber da hätte man durchaus Elfmeter geben können wegen Handspiels im Strafraum. Ja, dann gab es einen direkten Freistoß von Geis, der an den rechten Pfosten geht. Und kurz vor der Pause können dann aber die Schalker die verdiente Führung erzielen und zwar durch Meier in der 43. Minute. Es war sein drittes Saisontor. Vorarbeit hat Sané geliefert, der da über die linke Seite kommt, eine Hereingabe in die Mitte spielt. Huntelaar kommt da nicht mehr ganz an den Ball, aber Meier ist zu Recht am Ort und verwertet hier zur 1:0 Führung. Das war dann auch der Pausenstand. Nach der Halbzeitpause schlägt dann Leroy Sané zu in der 53. Minute, macht er sein 5. Saisontor und diesmal Max Meier mit der Vorarbeit. Schöner Pass von Meier auf Sané und Sané damit einen Schuss durch die Beine von Martinha zur 2:0 Führung. Ja, von Darmstadt war nicht wirklich viel zu sehen. Es gab dann noch einen guten Schuss von Wagner, aber Fährmann kann den Ball parieren. Und kurz vor Schluss hatten dann die Schalker noch die Möglichkeit, aus einem Konter noch auf 3:0 zu erhöhen. Sané spielte auf den völlig freistehenden Højbjerg im Strafraum, aber der schießt dann doch drüber. Ja, am Ende gewinnt Schalke absolut verdient mit 2:0, waren die bessere Mannschaft, haben viel besser gespielt als gegen Bremen, muss man ganz klar sagen, und gegen eine sehr solide stehende Darmstädter Mannschaft eigentlich doch ungefährdet 2:0 gewonnen. Ja, kommen wir dann zum Samstagabendspiel, was um 18:30 Uhr stattgefunden hat, und zwar war das der VfB Stuttgart gegen den HSV. Ja, und die Stuttgarter gewinnen dieses Duell mit 2:1 und ja, die Stuttgarter waren wirklich die bessere Mannschaft, muss man sagen. Hatten in der ersten Halbzeit eine Möglichkeit, die Davi mit einem Pass auf Gentner und Gentner damit einen Schuss auf die lange Ecke, aber der Ball geht ganz knapp vorbei und auch eine zweite Möglichkeit gab es dann noch Rupp mit einem Pass auf Werner im Strafraum, der da vollkommen frei steht, aber aus Spitzenwinkel schießt auch er knapp vorbei. Ja, so ging es dann mit dem 0:0 in die Halbzeitpause. Ja, wieder hatte Werner dann eine Riesenmöglichkeit, spielte einen sehr schönen Doppelpass mit Rupp, scheitert dann aber an Torhüter Rene Adler. Und dann wieder die nächste Möglichkeit für die Stuttgarter, Kostic mit einer flachen Reingabe von der linken Seite. Zunächst scheitert Großkreuz aus kurzer Distanz. Danach kommt dann Rupp an den Ball, aber auch da kann sich wieder Adler auszeichnen, der auch eine sehr gute Leistung geboten hat. Aber dann in der 66. Minute dann endlich das verdiente 1:0 für die Stuttgarter. Und zwar war es ein Eigentor von Aaron Hunt.
eine Ecke von der rechten Seite und die Davi mit dem Kopfball handwilde auf der Linie klären und befördert dann den Ball unglücklich über die eigene Linie. Wie gesagt, die Entstehungsgeschichte natürlich unglücklich aus Sicht der Hamburger, aber wie schon gesagt, die Führung absolut verdient für die Stuttgarter, die bis zu diesem Zeitpunkt wirklich die bessere Mannschaft waren. Ja, und dann eigentlich etwas überraschender Ausgleich für die Hamburger, dann in der 75. Minute durch Rudnevs, sein allererstes Saisontor, und ja, die Vorarbeit hat Ostrzolek geliefert mit einer Flanke von der linken Seite und Rudnevs dann mit einem Flugkopfball aus kurzer Distanz zum Ausgleich. Und die Hamburger hatten dann sogar eine riesen Möglichkeit, noch in Führung zu gehen, und zwar nach einer Flanke von Rudnevs von der rechten Seite kommt der Ilicevic an den Ball, setzt sich da sehr schön gegen zwei Verteidiger durch, aber scheitert dann aus kurzer Distanz an Torhüter Tyton. Das muss eigentlich die Führung für die Hamburger sein. Riesenchance. Ja, und so kommt es, dass die Stuttgarter dann kurz vor Ende nochmal zuschlagen, und zwar durch Kravets in der 88. Minute. Es war sein allererstes Saisontor. Nach einer Flanke von Maxim von der rechten Seite, Kravets mit dem Kopfball zum am Ende doch verdienten 2:1 für die Stuttgarter. Ja, absolut verdienter Sieg, muss man wirklich sagen, für Stuttgart, die ja wirklich sehr gut jetzt in die Rückrunde gestartet sind mit 2 Siegen. Ja, Stuttgarter haben gezeigt, dass es richtig war, auf ja, auf den Trainer Jürgen Kramnitz zu setzen, haben ja verlängert, und ja, die Stuttgarter spielen wirklich jetzt sehr guten Fußball, und ja, wenn sie so weitermachen, können sie von da unten rauskommen. Auf der anderen Seite, der HSV, ja, ist mit 2 Niederlagen in die Rückrunde gestartet, ja, waren eigentlich im Mittelfeld, jetzt müssen sie aufpassen, dass sie da nicht wieder ja unten reinrutschen in die Abstiegsränge. Die Leistung muss auf alle Fälle besser werden. Gegen Bayern haben sie eigentlich recht gut gespielt, aber gegen Stuttgart war das nicht wirklich überzeugend. Und ja, wie schon gesagt, der HSV ist noch nicht weg aus der Abstiegszone, also sie müssen da wirklich aufpassen, nicht wieder da unten reinzurutschen. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Sonntag. Fangen wir an mit dem Spiel, das um 15.30 Uhr stattgefunden hat, und zwar der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Köln gespielt. Ja, und das Spiel endet mit einem 1:1 Unentschieden. Ja, in der ersten Halbzeit gab es nicht wirklich viele Aktionen. Die einzige nennenswerte Aktion war von Wolfsburg, und zwar ja Draxler mit einem Pass auf Kruse im Strafraum, und der scheitert aus kurzer Distanz an Torhüter Horn. Ja, in der zweiten Halbzeit dann eine sehr gute Möglichkeit für die Kölner. Nach einer Ecke von der rechten Seite kommt der Modest an den Kopfball, aber Benaglio kann sich da auszeichnen. Dann die Wolfsburger wieder mit einer Riesenchance, Jung mit einer flachen Reingabe von der rechten Seite. Und Luis Gustavo kommt da im 5-Meter-Raum an den Ball und schießt an den Pfosten. Und dann in der 67. Minute die Führung für die Wolfsburger durch Draxler, sein drittes Saisontor nach einer Flanke von Vierinha von der rechten Seite, und Draxler mit einer wunderschönen Direktabnahme. Und macht das 1:0. Ja, und dann in der 75. Minute können ihn die Kölner noch ausgleichen. Modest mit seinem 9. Saisontor nach einem Pass von Bittencourt. Ja, wird er von Gegenspieler Dante nicht attackiert und macht den Ausgleich. Ja, am Ende, die Kölner können mit diesem Unentschieden sicherlich zufrieden sein, haben sicherlich nicht optimal gespielt, aber am Ende nehmen sie hier einen Punkt mit. Für Wolfsburg waren das 2 verlorene Punkte, muss man ganz klar sagen. Sie waren, ja, vielleicht die etwas bessere Mannschaft, aber am Ende war das zu wenig für eine Mannschaft, die Ambitionen hat, da um die Champions League Plätze mitzuspielen. Das muss man ganz klar sagen, und die Wolfsburger müssen sich auf alle Fälle noch steigern. Ja, kommen wir dann noch zum allerletzten Spiel an diesem 19. Spieltag, und zwar FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim, und die Bayern gewinnen 2:0. Ja, das 1:0 fällt in der 32. Minute durch Lewandowski, sein 18. Saisontor. Costa mit einer sehr schönen Vorarbeit geht da über die linke Seite mit einer flachen Reingabe, und Lewandowski schießt dann in der Mitte zur 1:0 Führung ein. Ja, die Hoffenheimer hatten dann eine sehr gute Möglichkeit durch Granadic, der da im Strafraum vorbei an Alonso geht, aber der Schuss fällt etwas zu zentral aus und Neuer kann den Ball parieren. Ja, dann in der zweiten Halbzeit dann ja, hatten die Bayern eine Möglichkeit nach einer Ecke von Costa von der linken Seite, Lewandowski mit dem Kopfball,
aber Baumann kann sich da auszeichnen. Ja, und die Hoffenheim hatten dann wieder eine Möglichkeit durch Kramaric, der da vorbei an Kimmich im Strafraum geht, aber sein Schuss auf das lange Eck geht nur knapp daneben. Ja, so kommt es dann, dass die Bayern dann das 2:0 erzielen. Wieder war es Lewandowski, diesmal in der 64. Minute mit seinem 19. Saisontor und diesmal die Vorarbeit von Philipp Lahm mit einem schönen Pass auf Lewandowski und Lewandowski überhebt dann Torhüter Baumann, der da aus seinem Tor kommt. Ja, dann gab es noch einen Pfostenschuss von Vidal, der aus der Distanz an den rechten Pfosten schießt und am Ende, denke ich, ja, ein verdienter Sieg für die Bayern, die jetzt nicht überragend waren, aber immerhin das Nötigste getan haben und hier einen Pflichtsieg feiern. Ja, Hoffenheim hat ja gar nicht mal so schlecht gespielt, teilweise gut mitgehalten, hatten zwei gute Einschussmöglichkeiten und ja, wenn du gegen die Bayern etwas holen willst, musst du sehr effizient sein und diese wenigen Chancen, die sich dir bieten, nutzen. Das haben die Hoffenheimer nicht getan und so, ja, gehen sie mit leeren Händen nach Hause. Ja, das war jetzt hier der Nachbericht zu diesen Spielen des 19. Spieltags. Ja, schauen wir dann auf die Top 11 der Runde, wie immer die Top 11 des 19. Spieltages. Und zwar im Tor habe ich Loris Karius vom FSV Mainz 05. Wie schon gesagt, er war der Hauptgrund für den 1:0 Sieg gegen Gladbach, vor allem mit sehr starken Paraden in der zweiten Halbzeit. Hat er da die 3 Punkte für die Mainzer gesichert. Dann in der Abwehr habe ich zum einen Philipp Lahm von den FC Bayern München. Ja, Lahm wieder wie immer souverän, gewohnt starke Leistung. Ja, und hat auch ein Tor vorbereitet. Dann Gilo Bocci von Werder Bremen, der Neuzugang, hat gezeigt, dass er auf alle Fälle eine Verstärkung ist und beim 3:3 gegen die Hertha wirklich sehr gut gespielt. Und dann noch Plattenhardt von der Hertha, ja, mit einem wunderschönen Freistoßtor beim 3:3 gegen Werder Bremen. Ja, dann im Mittelfeld habe ich dann zum einen Clemens von Mainz 05, er mit dem entscheidenden 1:0 Siegestreffer, der für die 3 wichtigen Punkte gesorgt hat. Dann habe ich Kostic vom VfB Stuttgart, er mit einer sehr starken Leistung beim 2:1 Sieg. Ja, war immer wieder in der Offensive involviert, hat immer wieder gefährliche Aktionen eingeleitet und auch einer der Hauptgaranten für diesen wichtigen Sieg gegen Hamburg. Ja, und dann habe ich die beiden Jungstars von Schalke 04 im Mittelfeld, Herr Max Meyer und Leroy Sané, beide wirklich sehr stark beim 2:0 Auswärtssieg gegen Darmstadt, waren an beiden Toren involviert und ja, Schalke kann wirklich froh sein, da so junge, gute Mittelfeldspieler zu haben. Die beiden wirklich sehr, sehr stark. Ja, dann im Sturm habe ich zum einen Aubameyang, er mit einem Doppelpack, auch wenn das eine Tor eigentlich aus Abseitsstellung war, trotzdem Aubameyang ja wirklich sehr gut. Dann sein direkter Konkurrent um die Torjägerkrone, Lewandowski, auch er mit einem Doppelpack beim 2:0 gegen Hoffenheim. Und dann noch der dritte Doppelpack-Schütze, und zwar war das Chicharito von Leverkusen. Ja, am Ende diese 3 Stürmer für mich in der 11. der Runde. Ja, und Trainer der Runde ist für mich Martin Schmidt von Mainz 05. Er mit dem, ja, doch sehr überraschenden 1:0-Sieg der Mainzer. Und ja, nicht zum ersten Mal, ja, schaffte da eine Überraschung. Ja, die Mainzer stehen wirklich sehr gut da und ich denke, Martin Schmidt ist auf alle Fälle sicherlich auch ein Garant für diesen Erfolg. Ja, wie angesprochen, schauen wir jetzt auf die Tabelle. Was hat sich da getan? Ja, die Bayern immer noch voran mit 52 Punkten, haben immer noch 8 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Dortmunder. Ja, die den Vorsprung jetzt auf den drittplatzierten, auf die Hertha weiter ausgebaut haben. Jetzt schon 10 Punkte. Die Hertha mit 34 Punkten. Ja, trotz 2 Unentschieden gestartet, sind sie immer noch auf dem dritten Platz, weil die Mannschaften da hinten nicht punkten. An der 4. Stelle jetzt Bayer Leverkusen mit 31 Punkten, ja, dann an 5. Stelle Schalke 04 mit 30 und die Gladbacher rutschen auf den 6. Platz zurück, jetzt mit 29 Punkten. Dann an 7. Stelle, wie schon gesagt, Wolfsburg, doch etwas enttäuschend, nur 7. mit 27 Punkten, haben genauso viele Punkte wie Mainz, die an 8. Stelle stehen, dann an 9. Stelle Köln mit 25 Punkten, dann an 10. Stelle Ingolstadt mit 23 Punkten. An der 11. Stelle der HSV mit 22. Ja, und dann kommen ganze 4 Mannschaften, die 21 Punkte haben, und zwar Augsburg, Eintracht Frankfurt, Darmstadt und Stuttgart. Ja, vor allem Stuttgart haben jetzt mit diesen beiden Siegen sich wirklich einmal da von da unten
jetzt mal rausgekämpft, sind zwar noch nicht ja sicher, aber sie sind auf einem guten Weg, muss man so sagen. Ja, auf den Relegationsplatz jetzt auf dem 16. Platz Werder Bremen. Aber auch Bremen, muss man sagen, mit einer ja doch sehr guten Leistung jetzt in der Rückrunde. Also das wird auf alle Fälle spannend hier um diesen Relegationsplatz. Ja, und dann, ja, man möchte meinen, schon fast abgeschlagen auf den Abstiegsrängen. Zum einen an 17. Stelle Hoffenheim und an Tabellenende Hannover. Beide mit 14 Punkten. Also ja, diese beiden müssen so langsam anfangen zu gewinnen, sonst wird's eng, denn der Rückstand beträgt jetzt schon zumindest auf den Relegationsplatz 5 Punkte und auf das rettende Ufer sogar 7 Punkte. Also ja, es sieht wirklich nicht gut aus zurzeit für Hoffenheim und Hannover. Ja, und dann ein kurzer Blick auf die Torjägerliste, wo ja die beiden Führenden getroffen haben. Aubameyang und Lewandowski beide im Doppelpack. Und deswegen bleibt Aubameyang immer noch ein Tor vor Lewandowski. Aubameyang jetzt bei 20 Saisontreffern, Lewandowski bei 19. Also ich denke, das wird bei diesem Zweikampf bleiben, denn der drittplatzierte Thomas Müller mit 14 Treffern ist doch schon ein bisschen weit hinten. Ja, Chicharito hat da aufgeschlossen zu Müller, hat jetzt 13 Saisontreffer. Und jeweils 10 Saisontreffer haben Solomon Kalou und Alexander Meyer. Ja, das war jetzt hier mein Nachbericht zu diesem 19. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga Saison 2015-2016. Ja, jetzt meine Frage an euch. Ja, was sagt ihr zu diesem Spieltag und was sagt ihr zu diesen Ergebnissen? Wird mich wirklich interessieren. Ja, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und auch über ein Abo und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich sage Tschüss. Euer Little Piccolo.